Was, wenn es technisch möglich ist, unser Gehirn zu optimieren, es direkt ans Internet anzuschließen? Würden wir unsere Ideen dann crowdsourcen? Wäre dann jeder Gedanke direkt teilbar? Habe ich dann das Copyright auf meine Gedanken? Wenn all das möglich ist, wer bin dann ich? Und woher soll ich das wissen? Mein Kopf gehört mir. Gehört deiner dir?